Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 252. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir die Gelegenheit haben, mit dir zu sprechen und dass du durch dein Wort uns zeigst, was dein Wille ist. Danke, dass du uns immer wieder an dein Wort und an dein Gesetz erinnerst und gib, dass wir es fest in unserem Herzen halten und ähm, den ganzen Tag über daran denken. Und mit dir in Verbindung bleiben. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in Josua Kapitel 9. Die Gibeoniter haben sich vorgenommen, einen Bund mit den Israeliten zu schließen und dazu zur List gegriffen. Wir lesen ab Vers 9. Und sie sprachen zu ihm: Deine Knechte sind aus einem sehr fernen Land gekommen, um des Namens des Herrn deines Gottes willen, denn wir haben die Kunde von ihm vernommen. Und alles, was er in Ägypten getan hat. Auch alles, was er den beiden Königen der Amoriter jenseits des Jordan getan hat: Sihon, dem König von Hesbon, und Og, dem König von Baschan, der in Astaroth wohnte. Darum sprachen unsere Ältesten und alle Einwohner unseres Landes zu uns und sagten: Nehmt Speise mit euch auf den Weg und geht hin ihnen entgegen und sprecht zu ihnen: Wir sind eure Knechte. So macht nun einen Bund mit uns. Dies ist unser Brot, das wir als Speisevorrat aus unseren Häusern mitnahmen, war noch warm, als wir auszogen, um zu euch zu gehen. Nun aber siehe, es ist hart und schimmelig. Und diese Weinschläuche waren neu, als wir sie füllten und siehe, sie sind zerrissen. Und diese unsere Kleider und unsere Schuhe sind abgenutzt worden von der sehr langen Reise. Es sah tatsächlich alles so aus. Aber die Israeliten hätten sich nicht allein auf den Augenschein verlassen sollen. Manchmal sehen die Dinge ganz selbstverständlich so aus, wie Menschen behaupten, aber Menschen können uns täuschen und sie lügen. Dann nahmen die Männer Israels von ihrer Speise, aber den Mund des Herrn befragten sie nicht. Vielleicht kann es das passieren, dass wir Menschen einfach blind vertrauen und uns nicht rückversichern, nicht noch einmal schauen, was sagt Gottes Wort zu dieser Situation, zu dieser Angelegenheit. Wie sollte ich mich wirklich entscheiden? Gibt es einen inspirierten Ratschlag dazu? Und Joshua machte Frieden mit ihnen und schloss einen Bund mit ihnen, dass sie am Leben bleiben sollten und die Obersten der Gemeinde schworen ihnen. Es geschah aber nach drei Tagen. Nachdem sie mit ihnen einen Bund gemacht hatten, da hörten sie, dass jene aus ihrer Nähe waren und mitten unter ihnen wohnten. Denn als die Kinder Israels weiterzogen, kamen sie am dritten Tag zu ihren Städten. Die hießen Gibeon, Kaphira, Beerot und Kirjat Yarim. Die Kinder Israels schlugen sie nicht, weil die Obersten der Gemeinde ihnen geschworen hatten bei dem Herrn, dem Gott Israels. Aber die ganze Gemeinde murrte gegen die Obersten. Es gibt jetzt einen Konflikt und eine Leistungskrise aufgrund unbedachter Allianzen. Wir sollten uns heute vor unbedachten Allianzen hüten. Auch in der Gemeinde. Weil sie zu Konflikten zwischen Leitungen und Gemeindegliedern führen können. Da sprachen alle Obersten zu der ganzen Gemeinde: Wir haben ihnen geschworen, bei dem Herrn, den Gott Israels, darum können wir sie nicht angreifen. So wollen wir an ihnen handeln, wir wollen sie leben lassen, damit nicht ein Zorn über uns kommt, um des Eides willen, den wir ihnen geschworen haben. Und die Obersten sprachen zu ihnen: Lass sie leben, damit sie Holzhauer. Und Wasserschöpfe für die ganze Gemeinde werden, wir ihnen die Obersten, wie ihnen die Obersten gesagt haben. Das Interessante ist, dass die Israeliten bereit waren, zu ihrem Eid zu stehen. Das Wort, das sie gegeben hatten, sollte auch gültig sein. Man sollte nicht von ihnen sagen, dass sie Gott folgen, aber dann zu ihrem eigenen Wort nicht stehen, obwohl das jetzt zu ihrem eigenen Nachteil gewesen ist. Und Josua rief sie zu sich und redete mit ihnen und sprach: Warum habt ihr uns betrogen? Und gesagt: Wir wohnen sehr weit von euch weg, während ihr doch mitten unter uns wohnt. Darum sollt ihr verflucht sein und nicht aufhören, Knechte und Holzhauer und Wasserschöpfer zu sein für das Haus meines Gottes. Da antworteten sie Josua und sprachen: Es ist deinen Knechten als gewiss berichtet worden, dass der Herr dein Gott seinem Knecht Mose geboten hat, euch das ganze Land zu geben und alle Einwohner des Landes vor euch her zu vertilgen. Da fürchteten wir sehr um unser Leben wegen euch und haben darum so gehandelt. Nun aber, siehe, wir sind in deiner Hand, wie du es für gut und recht hältst, mit uns zu verfahren, so sollst du verfahren. Und er verfuhr auf diese Weise mit ihnen und er rettete sie aus der Hand der Kinder Israels, dass sie sie nicht töteten. Und Josa machte sie an jenem Tag zu Holzhauern und Wasserschöpfern für die Gemeinde und für den Altar des Herrn an dem Ort, den er erwählen würde. Und so ist es bis zu diesem Tag. Es geschah aber. Als Adonizedek, der König von Jerusalem, hörte, dass Josua Ei erobert und an ihm den Bann vollstreckt hatte, und dass er es mit Ei samt seinem König äh, ebenso gemacht hatte wie mit Jericho und seinem König, und dass die Einwohner von Gibeon mit Israel Frieden gemacht hatten und in ihrer Mitte wohnten, da fürchten sie sich sehr, denn Gibeon war eine große Stadt, wie eine der Königstädte, und es war größer als Ei, und alle seine Männer waren tapfere Krieger. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel. Bitte bewahre uns davor, dass wir nach menschlichem Augenschein, nach menschlichen Worten äh, Entscheidungen fällen, die wir vielleicht später bereuen, die sich als äh, suboptimal herausstellen. Hilf uns doch, dass wir auch im Alltag, äh, in all den Situationen, die du uns hineinstellst, wir uns die Frage stellen, was dein Wort, was du zu allem sagst, dass wir danach handeln. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.